Die Sache ist ganz einfach. Bei den Falken sind wir 14 Spieler. 14. Um die Wahl zu gewinnen, brauchst du mindestens 8 Stimmen. 8. Wir drei würden jedenfalls schon mal für mich stimmen, na, richtig? Klar, selbstverständlich. Selbstverständlich. Dazu kommen Adrian, Leo und Daniel. Die würden auch für dich stimmen. 6 Stimmen. Perfekt. Fehlen mir nur noch 2. 2. Wer wäre dann noch? Wenn Gabo antritt, werden Ricky und Dede sicher für ihn stimmen. 2 Stimmen muss ich noch zusammenkriegen. Bleiben noch Mariano, Pablo, Valentino, Catorce und Rafa. Rafa. Valentino wird nicht einfach und Rafa steht auf Gabos Seite. Aber Mariano und Catorce zu überzeugen, sollte nicht schwer sein. Alles klar, dann müssen wir von der Seite angreifen. Wenn wir es schaffen, Mariano und Catorce zu überzeugen, wird die Kapitänsbinde mir gehören. Windel? Die Armbinde. Überlass das mir, ich kümmere mich um alles. Okay, aber dabei darf nichts schiefgehen. Alles klar? Verlieren ist keine Option. Was sagst du? Verlieren ist keine Option, wir sind 14. Und das fällt dir ausgerechnet jetzt ein? Seit Jahren reden wir von nichts anderem als vom Heiraten. Entscheide dich endlich, Matthias. Du bist 38 Jahre alt. Isabel, entschuldige bitte. Ich habe dich gar nicht gesehen. Das war nicht sehr professionell von mir. Tut mir leid. Aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich meine, ist das zu fassen? Nach 5 Jahren Beziehung sagt mir mein Freund, dass er mich nicht heiraten will. Nur weil seine Eltern dagegen sind. Ich verstehe dich. Aber du weißt doch, wie die Männer sind. Die werden nie erwachsen. Im Geiste bleiben sie immer kleine Jungs. Meiner nicht nur im Geiste, er ist nur 1,50 Meter groß. Ich kann das einfach nicht glauben. Oh. Entschuldige mich. Ja. Entschuldigung. Wirst du mich auch zum Weinen bringen? Finde es heraus. Ich muss mit dir reden. Ja, was gibt es denn? Ich hatte gestern ein Meeting mit einer äußerst wichtigen Agentur. Um gleich zur Sache zu kommen, dieses Unternehmen würde sich um die sportliche Karriere der Schüler kümmern. Aha. Sie würden sich verpflichten, in die Zukunft jedes Einzelnen zu investieren. Ihre Ausbildung zu finanzieren und auch das Training, falls es nötig sein sollte. Jetzt kommt das Beste. Den Spielern, unseren Schülern, würde man die Möglichkeit bieten, bei den besten Clubs auf der ganzen Welt Probe zu spielen. Das ist alles? Ja? Klingt mir etwas zu vielversprechend. Ich meine, die wollen doch sicher was im Gegenzug. Richtig. Im Gegenzug verlangen sie die Lizenz unserer Spieler. Allerdings erst nach dem 5. Schuljahr. So ein Angebot schlägt man nicht aus. Was sagst du? Nein, das ist, als würden wir Ihnen einen Blankoscheck ausstellen. Diego, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bevorzuge eine langsamere Professionalisierung. Du weißt bestimmt, wie mein Vater darüber gedacht hätte, oder? Ja, Isabel, ich habe deinen Vater sehr respektiert. Aber wir müssen mit der Zeit gehen und uns an den neuen Fußball gewöhnen. Na gut. Lass mich drüber nachdenken, ja? Ist gut. Denk in Ruhe darüber nach. Nimm dir deine Zeit. Aber nicht zu viel. Immerhin warten die auf eine Antwort von mir. Ja. Okay, wir sehen uns. Mariano, Catorce, wartet mal. Ist klar? Was gibt's, Camillo? Wir müssen zum Unterricht. Dauert nicht lange, versprochen. Ich habe nur eine einzige Frage. Wollt ihr Stammspieler bei den Falken werden? Wie meinst du das? Naja, ihr seid für alle Partien als Ersatzspieler aufgestellt. Aber das könnte sich ändern, wenn ihr intelligent seid. Red Klartext, Camillo, was willst du? Ich will, dass ihr bei der Wahl zum Kapitän für Lorenzo stimmt. Wenn ihr das macht, wird er mit Francisco reden, damit er euch für alle Partien der Meisterschaft als Stammspieler aufstellt. Was? Was gibt's denn da noch zu überlegen? Fast alle Stammspieler sind gegangen und ihr sitzt immer noch auf der Ersatzbank. Das ist eure einzige Chance. Ehrlich gesagt wollte ich so oder so für Lorenzo stimmen. Aber nicht wegen dem, was du uns da vorschlägst. Lorenzo ist einfach schon sehr lange bei den Falken. Er scheint mir der Richtige zu sein. Sehr gute Entscheidung. Und du, Catorce? Bin mir noch unschlüssig. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Kapitän, der die Mannschaft vereint. Und ich weiß nicht, ob Lorenzo das kann. Schwach von dir. Wer dann? Würdest du für Gabo stimmen, wenn er antritt? Nee, hab einfach noch nicht drüber nachgedacht. Aber wir müssen jetzt echt los. Ja. Also ich würde dir Dede wählen. Jawohl, danke sehr. Genau deswegen bist du mein Freund. Oh nein, bitte nicht. Wenn er gewinnen würde, würde er uns zwingen, unsere Strümpfe nicht mehr zu waschen, bis sie genauso müffeln wie seine Glücksstrümpfe. Nee, bitte nicht. Leute, ich hab noch einen. Schlag ein, was haltet ihr von Lukas als neuen Kapitän? Oh, nein, nicht Lukas. Nein, lieber nicht. Wüsste doch nicht mal, wie man sich die Kapitänsbinde über den Arm streift. Nein, ganz im Ernst. Wenn du dich als Kandidat aufstellst, wähle ich dich. Du bist nicht der Erste, der ihm das sagt. Aber er will einfach nicht. Dabei kriegt er sogar eine Wahlkampagne von uns. Mensch, Gabo, komm schon. Vielleicht müssen wir ihn drum bitten. Ja,
Gabo! 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 Das wäre ideal! Echt jetzt? Hey, Rafa, glaubst du, Valentino stimmt für Lorenzo? Ich weiß nicht, für wen er stimmen wird. Ich glaube, ihm passt diese ganze Sache um die Kapitänswahl nicht. Er hat das Gefühl, dass es die Mannschaft spaltet, ja, und so. Ich auch so. Kein Problem, wenn Gabo erstmal K.O. Mann, das war ja gestern was von Manchester. Hab ich gezittert. Ja, das war so Manchester. Total genial.